So, Freunde. Kies brauche ich. Kann man Kies herstellen? Ich glaube nicht, ne? Kies ist hier bestimmt im Wasser. Wasser. Ich sage ja, wenn du Kies brauchst, gibt es keinen Kies. Das ist doch Kies, oder? Ist das Asche? Kies, Kies, Kies. Habe ich da irgendwas drauf? Nein. Nichts, was den Kies kiesiger macht. Da ist er. Da ist derjenige, welche, den wir brauchen. Hoffe ich, klappt das im Nether auch. Bin gespannt, bin gespannt. So, dann wollen wir mal gucken. Hier, zack und zack. Und dann haben wir ein Feuerzeug. Dann machen wir die ganze Geschichte einmal an hier. Und dann gucken wir mal, wie schnell wir gleich sterben. So, das scheint ein sehr abgelegener Ort zu sein. Ich habe auch nichts zum Bauen dabei. Ich habe aber genug Fackeln dabei, um mal einen Fackelmann zu machen. Bauen wir uns nach oben. Was zum Teufel? Ich glaube, wir bauen uns erstmal nach oben. Da haben wir einen besseren Ausblick auf die ganze Angelegenheit. Da ist schon mal Mr. Bösewicht. So, wenn ihr irgendwelche Fackeln seht, dann sagt auf jeden Fall Bescheid. Denn dann kommen wir nach Hause. La 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 la. Richtig, die Musik ist falsch. Wir brauchen jetzt spannende Actionmusik. Auf jeden Fall. Schmappli-bi-boo. Oh ja, richtige Action hier. Action Schmeckchen, sage ich immer. So. Da sind auch keine Fackeln, ne? Nicht, dass ich jetzt hier was übersehe. Wir müssen jetzt Fackeln finden, unbedingt. Das ist das Wichtigste. Fackeln im Wind. Wer kennt sie nicht? So, setzen wir erstmal selber Fackeln. Hier kommen wir her. Ich gehe mal nach oben. Hoffe, dass der Arsch da hinten meine Fackel nicht kaputt macht. Jetzt haut er mich, oder? Nee. Noch interessiert er sich nicht für uns, das ist gut. So, wo sind unsere Fackeln? Kompass funktioniert hier leider nicht, das ist klar. Ich wüsste schon gern, welche Richtung das ungefähr ist. Also da hinten sehe ich nichts. Da können wir nicht hin. Wir können auch höchstens in die Richtung mal gucken. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu leise, aber ich bin sehr konzentriert gerade bei der Sache. Das wäre schon richtig geil, wenn wir wieder nach Hause finden würden. Ich gehe mal hier runter. So, erstmal das Bienending hier weg. Nein, das ist ja Quatsch. Ich wollte eine Fackel hinsetzen, du. Eins halt Frenzen für Arme. So, und da bauen wir uns mal ganz vorsichtig hier rüber. Die alten Schweinchen tun uns ja nichts, Gott sei Dank. Ich hoffe mal, das ist die richtige Richtung hier. Irgendetwas, was
von zu Hause, uns an zu Hause erinnert. Das Problem ist, wir könnten auch auf einer ganz anderen Ebene sein. Ich gehe mal darüber, weil darunter komme ich eh nicht. Bisschen ruhiger. Die Fackeln habe ich gerade gemacht, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, da komme ich ja weg. Ah. Fackeln, wo seid ihr? Versuche ihn mal zu besiegen. Komm schon. Komm schon, ich muss dich treffen, du Dreckschwein. Gut, solange er uns nicht sieht, mache ich hier eben alles aus. Zu gefährlich, nachher laufe ich da noch rein. So. Das Problem ist, es könnte ja überall sein. Ich sehe auch keine Fackeln irgendwie in der Nähe. Komme ich hier irgendwie elegant runter, ist die Frage, die sich jetzt hier stellt. Ich will da jetzt nicht runterspringen. Ich will nicht so viel von meiner Rüstung eigentlich verschwenden. Aber ist mir auch egal. So, wie mache ich denn erkenntlich, dass ich hier hoch muss? Ich glaube so, ne? So, ich hoffe mal, die Fackeln gehen uns nicht aus irgendwann. Das könnte natürlich noch ein Problem werden. Uiuiui, spannende Sache gerade. Spannende Sache. Wie komme ich denn jetzt darüber? Ich würde gerne darüber gehen, das sieht aus wie ein Schiff. Aber es ist mir zu gefährlich, wenn der Arsch da rumfleucht und kreucht. Okay, ich habe die Idee, aber ich hoffe, es klappt. Wir können uns mit der Enderperle darüber schmeißen. Ist da hinten ein Tor? Ist das ein Tor? Ich glaube nämlich, wir müssen darüber. Aber es ist mir einfach zu gefährlich, wenn der Arsch da rumläuft. Uiuiui. Ich glaube,
glaube, die reichen gar nicht drüber, oder? Hoffentlich wird meine Shift-Taste funktionieren. Sonst sind wir gleich im Arsch. Bitte Shift, bitte Shift, bitte Shift. Bitte Shift, funktioniere. Ich drücke die Shift-Taste so doll in die Tastatur, dass sie gleich wahrscheinlich nie mehr funktioniert. Oh Gott, der Stein reicht nicht. Oh oh. Oh oh. Hab ich Herzklopfen? Meine Fresse. Lass mal Foto machen. Ja gut, dann nehmen wir das Holz noch. Oder nee, wir nehmen Obsidian. Das brauche ich gerade eh nicht. Da oben ist er. Es ist nicht mehr weit. Wir müssen uns beeilen. Im Notfall muss ich halt die Enderperle schmeißen. Deshalb lege ich mir die jetzt auch da rein. Falls ich dort runterfalle, kann ich noch mich rausschmeißen, hoffe ich. Das ist jetzt mein Plan. Wenn wir hier überhaupt drüber müssen, das ist ja die Frage. Aber ich würde schon gerne hier rüber gehen. So. Wir sind drüben angekommen. Die Frage ist nur, in welche Richtung müssten wir gehen? Ich hoffe echt, dass wir das zu Hause finden, dass wir Fackeln gleich finden. Das wäre so cool, einfach nur. So cool. Eigentlich noch eine Glücksspitzhacke? Ist das die Glücksspitzhacke? Oh, ein paar Level nehme ich wohl noch mit hier im Tod. Damit sich der Tod auch lohnt. Uiuiuiui. Gut, ich gehe erstmal hier lang. Ich setze noch keine Fackeln, weil ich weiß nicht, ob das der Weg ist, den wir gehen. Ich sehe aber auch, wenn ich so gucke, sehe ich keine Fackeln von uns. Das wäre schon ziemlich geil, wenn wir... Ich kann mich nur nochmal wiederholen. Deshalb guckt euch gut um. Wenn ihr irgendwo eine Fackel vor mir seht, schreibt das in den Kommentar, wenn ich jetzt das nicht finden sollte. Ja, ja. Du kannst mich auch nicht nach Hause führen, also sei ruhig. Ich weiß ja nicht, Freunde, ich weiß ja nicht. Froh, dass die mich hier nicht angreifen. So, wo kommen wir denn jetzt weg? Wir kommen da weg. Vielleicht gehen wir hier runter einfach lang. Weil wir es können. So, dann nochmal eine Fackel. Ich habe ja auch nicht mehr so viele. Ist das Problem. 30 Stück. Das heißt, ich komme nur noch... nicht mehr so weit. Und ohne bewege ich mich hier nicht. Das ist einfach zu gefährlich, weil dann verirrt man sich und findet nie wieder nach Hause. Okay. Okay, wir gehen da lang. Muss doch mal ein Zeichen von mir sein, wo ich schon gewesen bin. Ich weiß, die Hölle ist groß und wahrscheinlich jetzt durch das Update wahrscheinlich sogar noch größer.
Bisschen nervst du ja schon, kleiner Mann. Okay, einfach verschwunden. Nicht schlecht, so, da ist die letzte Fackel. Ich darf nicht mehr so viele setzen. Da ist er wieder. Scheiße, ich kann Pfeil und Bogen haben. Wieso treffe ich jetzt eigentlich nicht mehr? So, die Fackel ist gesetzt. Ja, das war's. Du bist nur eine Gefahr, wenn ich mich irgendwo entlang baue, sonst eigentlich eher nicht so. Frage ist, was machen wir jetzt? Ich habe nur noch 25 Fackeln. Ich habe keinen Anhaltspunkt. Hier geht's auch in die Tiefe irgendwie. Ich sehe nichts. Wo ist unser Zuhause? Werde ich es jemals wiedersehen? Oder werden wir in der Hölle sterben? Diese komischen Wesen können mir nicht den Weg zeigen. Aber ich muss es schaffen. Ich muss nach Hause. Arsch. Wo sind wir? Ich will nach Hause. Ich glaube, das war eine schlechte Idee. Langsam nervst du mich. Ich keinen Pfeil im Bogen. Ich habe nur einen Pfeil, aber einen Bogen könnte ich mir machen, oder? Ich mache mir jetzt einen Bogen. Du gehst mir so auf den Sack, ich mache mir jetzt einen Bogen. Natürlich in Sicherheit gehen. Aber ich habe das Holz weggebaut. Nein, ich kann mir keinen Bogen machen. Scheiße. Wo sind meine Fackeln? Da ist die letzte Fackel. Gehe ich da lang? Ich glaube, ich gehe da lang. Oh mein Gott, ich dachte, ich falle. Es ist alles so gefährlich hier. Werde ich jemals wieder zu meinem geliebten Hundis kommen. Die ist dumm. Die ist besser. Wahrscheinlich laufe ich auch die ganze Zeit im Kreis, oder? 17 Fackeln noch. Ich glaube, ich werde niemals nach Hause kommen. Diese Hölle ist einfach zu groß. Die ist zu groß. So, nämlich hier gibt es auch kein Essen. Wenn ich jetzt kein Essen mehr habe, dann haben wir ein Problem. Ein Riesenproblem. Hm.
Hilft nix. Wir müssen weiter.